Willkommen zurück in Arulco. In unserem Testvideo wollen wir vor allem der Frage nachgehen, warum Jack the Lions Back in Action, das Remake von Jack the Lions 2, leider nicht der erhoffte Taktikkracher geworden ist. Wir erinnern uns, Fans lieben die Jack the Lions Reihe nicht nur wegen des unverbrauchten Szenarios. Der Clou sind vielmehr die abwechslungsreichen Anforderungen, die das Spielprinzip an das Strategiehirn stellt. Da gibt es zum Beispiel auf der Übersichtskarte den nächsten Einsatzort auszuwählen und dabei die unterschiedlichen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten der Söldnertruppe zu beachten. Und vor allem die Rundengefechte in den einzelnen Sektoren zu gewinnen. Genau diese Rundenkämpfe sind das Herzstück, die in Sachen Realismus und Detailverliebtheit bis heute ihresgleichen suchen, dabei aber immer flüssig spielbar bleiben, ohne in Gefummel auszuarten. Der Remake-Charakter von Back in Action zeigt sich am deutlichsten an der Rahmengeschichte. Wiederum sollen unsere Söldner die heruntergekommene Karibikinsel Arulco von der skrupellosen Herrscherin Daedranna Wrightman befreien. Der Aufbau der Insel ist jener in Jack the Lions 2 zwar sehr ähnlich, doch gestatten sich die Back in Action-Designer auch ein paar Freiheiten. So starten wir nicht mehr im Rebellenlager Omerta, sondern direkt am Flughafen, der etwas außerhalb der Stadt Drassen liegt. Schon zum Start des ersten Einsatzes wirkt Back in Action etwas lieblos. Anstatt wie beim Vorgänger stilvoll bei Hubschrauber abgesetzt zu werden, stehen wir hier einfach mitten im Urwald. Ja? Jack the Lions war zwar noch nie für epische Hintergrundgeschichten bekannt, in Back in Action ist das Storygerüst aber besonders karg. Eine durchgehende oder gar spannende Handlung bekommt man nicht geboten. Bestenfalls erfahren wir im Laufe der Zeit kleine Infoschnipsel über Land und Leute sowie die am Arulco-Konflikt beteiligten Parteien. Obendrein wird unser Fortschritt auf der Insel nur sehr selten durch bestimmte Story-Elemente oder Missionen zwingend vorangetrieben, zumal diese allesamt freiwillig zu erledigen sind. Ein schwerwiegender Kritikpunkt ist das aber nicht. Die Serie lebte immer schon mehr von der perfekten Spielmechanik als von einer mitreißenden Story. Finde und töte ihn. Mehr oder weniger 1:1 wurde aus Jack the Lions 2 der Laptop übernommen. Er stellt neben den Kämpfen und der Strategiekarte das dritte spielerische Hauptelement dar. Hier werben wir neue Söldner an, kaufen Waffen und Ausrüstung, werden per E-Mail auf dem Laufenden gehalten, checken die Finanzen und verschaffen uns einen Überblick über die aktuell offenen Aufträge. Die Optik der Laptop-Bedienoberfläche wurde zwar überarbeitet, allerdings wirkt dieser Part inzwischen extrem angegraut. Außerdem bleibt es wohl ein Geheimnis der Entwickler, warum dem geöffneten Laptop-Bereich trotz der vielen kleinen Bilder und Symbole nur ein Bruchteil des Bildschirms zugestanden wird. Die brachial entschlackte Übersichtskarte ist für Fans der alten Jack the Lions-Titel der wohl größte Nackenschlag. War sie in den früheren Spielen ein wichtiges Werkzeug zur Planung, ist sie nun wenig mehr als ein Söldner-Routenplaner. Leider kein besonders guter. Will man etwa eine etwas weiter entfernte Lokalität bereisen, muss man um dazwischenliegende Sektoren und feindliche Stellungen manuell herumnavigieren, was man natürlich des Öfteren mal vergisst und deshalb schon mal unbeabsichtigt direkt in einem Kampfgebiet landet, obwohl man da ausdrücklich gar nicht hin wollte. Apropos Kampfgebiete, auch hier gibt es etliche, nicht immer positive Veränderungen. So ist zum Beispiel die Entscheidung, auf den Fog of War zu verzichten, in mehrfacher Hinsicht eine mutige. So entfällt nämlich ein großer Spannungsfaktor beim Erkunden der Karten, mal abgesehen von der Entrüstung der Jack the Lions Fanbasis. Vor allem aber fällt durch die jederzeit sichtbaren Gegner deren manchmal mäßige Intelligenz ins Auge. Bei Beschuss reagieren die Feinde zum Beispiel gern mal eher wirr als wirklich intelligent. Bestenfalls gehen sie in Deckung oder versuchen sich langsam anzuschleichen, was mangels Fog of War aber wenig bringt. Mitunter herrscht sogar ein chaotisches Durcheinander aus regungslosem Verharren und lemmingartigem Zustürzen auf die eigenen Söldner. Dann reicht uns schon ein zielsicherer und gut ausstaffierter Recke, um die Feindesschar nach und nach auszuknipsen. Eine spektakuläre Art zu sterben. Altgediente Jack the Lions-Fans müssen in Back in Action auf viele liebgewonnene Elemente verzichten. Die fehlende Vorbildtreue mal außen vor gelassen, könnte die Neuauflage dennoch ein sehr gutes Taktikspiel sein. Manchmal tut ja eine Entschlackung ganz gut. Wären da nicht die vielen Detailmacken, fehlenden Komfortfunktionen und die insgesamt desaströse Bedienung. Dabei geht es mit der grundlegenden Söldnersteuerung noch ganz gut los. Das neue Plan-and-Go-System kommt mit nur wenigen Icons und Symbolen aus und ist nach etwas Eingewöhnung recht intuitiv bedienbar. Gut so, denn damit lassen sich die Einsätze schön vorbereiten und man freut sich diebisch, wenn die vorher befohlenen Aktionen wie am Schnürchen zum Erfolg führen. Aber sonst, die Liste der Grausamkeiten beginnt schon damit, dass selbst simple und permanent nötige Aktionen wie das Scrollen oder Drehen der Karte einen zusätzlichen Tastendruck benötigen. Zu Befehl! Weiter geht es mit furchtbar umständlich gelösten Tätigkeiten wie dem Reparieren oder Tauschen von Gegenständen. Warum es bei letzteren ein extra Tauschfenster anstatt schlichtes Inventars braucht und zudem in den Händen befindliche Items außen vor bleiben, will uns einfach nicht in den Kopf.
Und schließlich erspart man sich dank des fehlenden Fog of War zwar die elendige Suche nach dem letzten Gegner wie noch in Jagged Alliance 2, dafür muss jetzt jeder einzelne herumliegende Gegenstand persönlich und per PEDIS aufgenommen werden, was mindestens doppelt so nervig ist. Überhaupt ist das Objekthandling katastrophal, so wäre die manuelle Ausrüstung der Milizen eigentlich eine gute Idee, müsste man dazu nicht jedem Freiwilligen einen persönlichen Besuch abstatten. Schlimmer kann Daedranas Folter auch nicht sein. Die Präsentation lässt sich recht schnell abhandeln. Manche Bereiche wie Laptop und Strategiekarte fallen ziemlich dröge aus. Anno 2012 sollte man zudem viel mehr erwarten können als eine vornehmlich in Textform präsentierte Rahmenhandlung. Das schlägt sich doch recht negativ auf die Atmosphärenote nieder. Der Sound kann mit seiner stimmigen Sprachausgabe und den vielfältigen Soundeffekten hingegen gefallen. Auch die Grafik schlägt sich mit ihrer geschickten Balance aus Detailreichtum und Übersichtlichkeit recht wacker. Ich mag das Geräusch nicht, was immer das war. In Ordnung. Lediglich die 3D-Berechnung der Schussbahnen nervt immer mal wieder. So wird man in einer für Jagged Alliance 2 Verhältnisse noch perfekten Deckung ganz gerne mal einfach so weggeballert, während die eigenen Schussversuche des Öfteren an einem kleinen Ästchen scheitern. Es ist nicht unbedingt ein Meisterstück, was Entwickler Coreplay mit diesem Remake abliefert. Sicher, schon allein das Basiskonzept von Jagged Alliance 2 sichert ein gewisses Grundniveau und somit auch eine zumindest passable Wertung. Zudem sind die hitzigen Gefechte in ihren besseren Momenten ebenso spannend wie herausfordernd, auch dank des ordentlich funktionierenden Plan-and-Go-Modus. Es ist ja selten genug, dass sich eine Neuerung so gut in ein altbekanntes Spielprinzip einfügt. Doch erstens machen viele Änderungen und Beschneidungen auch abseits der Wahrung des Jagged Alliance Erbes das Spiel einfach nur schlechter. Und zweitens ist es fast schon bestürzend mit anzusehen, in wie vielen Bereichen, vor allem bei der Bedienung, selbst einfachste Standards nicht beachtet wurden.